Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier zum LS19 auf der Halle Turnau. Als erstes schauen wir mal in unsere Bilanz. Und zwar habe ich heute Morgen 1,75 Millionen ausgegeben für die Kündigung von 70 Mitarbeitern, 25.000 pro Mitarbeiter, des Weiteren 100.000 an Löhnen und des Weiteren, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, waren es 75.000 an Zinsen. Wir haben mittlerweile schon wieder etwas eingenommen. Und hatten auch durch die BGA die Nacht ein paar Einnahmen, deswegen ja, sieht es nicht ganz so schlimm aus, sage ich mal. Ja. Das heißt, unser schöner Millionenkontostand ist erstmal ad acta, aber das ist eben so. Was ist noch passiert? Das muss ich kurz überlegen. Wir haben noch 50 Schweine haben wir noch verkauft. Na? Und das habe ich gestern Abend noch gemacht. Dann habe ich, wie gesagt, auf Feld 16 hinten unser Maisfeld, da habe ich auch schon einiges abgefahren und verkauft. Und dadurch, wie gesagt, sieht es jetzt nicht ganz so wilde auf unserem Konto aus. Aber es hat natürlich doch ein großes Loch gerissen. Ja, ihr seht, es geht langsam voran, aber es geht voran. Ich arbeite mittlerweile nur noch mit einem hier. Ich glaube, der war voll, oder? War der voll? Ja, ich denke schon, ja. Dann werden wir das jetzt hier reinmachen und dann wird er auch voll sein. Das werden wir dann verkaufen fahren. Wir können nämlich mal ganz kurz in die Lager schauen. Also wir haben da doch Weizen, Hafer, den können wir noch verkaufen. Raps haben wir ein bisschen was da. Sonnenblumen haben wir keine, die haben wir noch nicht geerntet. Haben wir überhaupt welche angepflanzt? Ja, ich denke schon irgendwo. Ich weiß bis gerade nicht wo. Oder haben wir doch keinen angepflanzt? Egal. Wir haben noch ein bisschen Soja. Da kommt aber noch was dazu vom... Glaube ich, wir hätten noch ein Sojafeld irgendwo. Das können wir aber auch noch verkaufen. Wie gesagt, eingelagerten Mais haben wir. Ich habe 4 Fuhren hinten abgefahren. Das waren 236.000 Liter. Gab 500 und zerquetschte dafür. Das waren 130.000, 140.000 irgendwas. Und die haben wir da eingenommen. Ja, Rüben haben wir jede Menge im Bunker. Sage ich mal, Kartoffeln. Kartoffeln, die haben wir ja auch immer verkauft und dann haben wir ein bisschen was für die Schweine gefahren, genau. Ja, ja, wie sieht es sonst aus? Gras haben wir noch und Stroh haben wir 341.000, ich denke, das reicht auch. Dann haben wir natürlich Gärreste, da ist ganze Menge drin und für das andere hier haben wir sowieso keine Lagereinheit, aber das sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Ich würde sagen, wir machen jetzt keinen Hackmeck weiter hier, sondern ich verkaufe das gleich mal. Auf die 3%, sage ich mal, ist dezent zu verzichten. Ja, und ich würde sagen, ich mache mal hier noch eine kleine Überladung. Da haben wir noch die 3%, genau, so können wir es machen. Ich weiß bloß nicht, ob der von alleine wird, er bestimmt nicht. Nee. Das macht er nicht. Da müssen wir mal den Rasenmäher hier anmachen. Und dann geht's los. Überladen starten mit I. Läuft das schon? Ja, können wir schon machen. Ja, sollte funktionieren, ne? Ja, ich glaube, die paar Prozente, da geht das doch ziemlich schnell, genau. Und da ist es auch erledigt. Da, wie gesagt, können wir das wegfahren. Und dann haben wir hier hinten noch das Feld mit Kartoffeln und dieses müssen wir noch zu Ende bringen. Allgemein sieht es doch ganz gut aus. Wir haben hier hinten, wie gesagt, mit dem Mais haben wir angefangen. Ich nehme mal die an sich, da seht ihr das besser. Na? Der hier hinten ist auch mit den Flügen ganz dabei der Sache, sage ich mal. Der ist fertig hier mit Grubbern, den können wir, wenn ich rankomme, komme ich gerade nicht ran. Okay, vielleicht bin ich zu weit weg. Ja, ich war zu weit weg. Dann können wir den nämlich hier entlassen. Und können wir den dann demnächst mal umsetzen auf das andere Feld drüber, auf die 15. Da kann er sich nochmal mit dem großen Teil probieren. Denn ich fand, er hat es doch unterm Strich nicht schlecht gemacht. Und vielleicht sogar besser als der Rostelmarsch. Mal sehen, ich werde ihn nochmal auf der zweiten Spur ansetzen. Vielleicht fährt er die zweite Spur besser als der Rostelmarsch. Und dann war vielleicht mein erstes Urteil nicht so exakt, sage ich mal. Ja. Wie gesagt, aber das stellt man dann auch erst bei der Praxis raus. Und wie gesagt, Kirovets war und ist immer schon eine gute Marke gewesen, was Robustheit, was Solidität angeht.
und Zuverlässigkeit und ja, da läuft das gut. Der lädt hier über. Was haben wir noch? Der macht auch sein Ding. Das ist schön. Der Hopfen geht zu Ende hier. Und hier, wie gesagt, müssen wir grubbern. Der Grubber liegt bereit. Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das auch gleich nochmal hier. Nochmal unseren Rostelmarsch mehr abtanken. Ja, da hat man jetzt auch was in das Lager gefahren. Die Schweine wollten es nicht durch den Verkauf. Aber wie gesagt, wir hatten 497. Irgendwie hat es über Nacht doch ganz schön gejunkt. Und in den Morgenstunden, na, das waren jetzt vielleicht 12 Stunden, weiß nicht, ob das normal ist. Da müsste man mal schauen. Wir haben jetzt schon wieder 30 mehr. Doch, das haut hin, ne? Ja, da waren das 15 Stunden, die wir da... Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, das sind 16 und gestern Abend noch ein paar. Ja, das haut schon hin. Haut hin. Gut, der macht aber auch sein Ding hier, da brauchen wir auch nicht zugucken. Okay, ansonsten, der hier hat mit Stroh jede Menge zu tun. Ist der fertig? Oh, wieso bist du umgekippt? Was ist denn hier los? Was hast du denn gemacht? Der backt irgendwie. Oh wow. Der backt hier vor sich hin. der Selbstaufrichter. Nicht schlecht. Na und jetzt fällt er wieder um. Hammerhart. Irgendwas scheint hier kollisionsmäßig nicht so prickelnd zu sein. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich tue das mal alles hinten rauswerfen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal aufs nächste Feld. Ich nehme das mal hier drüben mit. Das machen wir noch. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er müsste ja dort die Runde beendet haben. Und ich vermute mal, dass er dort gestanden hat. Und vielleicht mit der Straße irgendeine Kollision hat. Oder mit dem Zug. Genaues weiß ich nicht. Aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. Weil er macht eine gute Arbeit. Die Arbeit funktioniert. Und das ist das, was für mich zählt. Er macht sonst keine Probleme, dass es irgendwie hier zu Abstürzen führt. Und ihr seht, ich habe da drüben mal ein Ballenlager eingerichtet, weil ich die Wiese, wollte ich gerade sagen, das Feld hier sauber haben wollte. Und ja, das ist es erstmal so. Gut, dann setze ich den hier auf der 19 an, da kann der dort nochmal seine Runden drehen. Dann nehmen wir das vom Rostelmarsch, das 9 Meter Geflecht, sage ich mal, und dann wird er hier auch glücklich werden. So, ich hoffe, wir haben das noch. Das war die 19, müsste das sein, ne? Die Glüh. Ich würde sagen, du machst mal dein Ding hier. Und ja, dann haben wir den hier noch, den Zarten. Na, da müssen wir mal das Feld hier zu Ende machen. Das können wir eigentlich auch gleich nochmal machen. Wenn wir schon da sind, sind alles so Kleinigkeiten. So, sehr schön. Ja. Heute habe ich natürlich auch wieder eine Kleinigkeit dabei. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen, ich habe da mehr platziert als zu dem Typ passte, weil ich da leider ein bisschen auf dem Holzweg war. Und aber da es dann nun schon mal da stand, ich wollte es dann nicht nochmal neu machen, ist ja auch kein Problem. Es hat ja so gepasst. Ne? Und natürlich habe ich das richtige Gerät, wo das ranpasst, dazu gestellt. Und ich bin davon ausgegangen, dass das zu dem Gerät gehörte am Anfang. Hatte das dann aber festgestellt, dass das ja von der Spur her, von der Ankoppelspur nicht passt. Und ja, ich hatte das verwechselt, weil ich habe drei Mods reingenommen, unter anderem das Hauptgerät und dann zwei Mods zum Ankoppeln. Und ich bin davon ausgegangen, dass das dazugehörte. Hatte das aber irgendwie verwechselt.
aber nichtsdestotrotz ist es eine schöne Sache, die wir oder die ich zumindest lange vermisst habe für solche Ostalgie-Projekte. Ich habe schon mal sowas ähnliches gesehen, aber da war kein Rankommen an diese Mods. Die sind privat gewesen, das ist leider so. Und dieser Mod macht es wirklich einfach. Und da gab es, wie gesagt, auch ein Update vor einiger Zeit. Ich weiß, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es Wochen oder Monate her ist. Ich habe es mir vor einiger Zeit gezogen gehabt. Wie gesagt, so oft bin ich ja nicht mehr beim Mod-Hub drin, dass ich dort dann aktualisiere. Von daher ist es dann so. Wie gesagt, ich habe jedes Spiel, ich habe da ist eigentlich auch ein Mod, in so einer separaten Skript, sage ich mal, drin. Und da ist jedes Spiel mit dem Mod separiert und greift dann auf die Datenbank im Rechner zu und macht dann dort daraus was Vernünftiges, sage ich mal, ne? Dass die Mods nicht miteinander kollidieren, dass nicht zu viele Mods im Mod-Ordner sind und so weiter und so fort. Und das macht dann eben das Ganze etwas geordnet, Ladezeiten werden minimiert, ne? Und es kommt zu weniger Kollisionen vielleicht, weil sich Mods nicht vertragen. Wie gesagt, wer weiß, wer schon mal, genau das habe ich mir gedacht, wer schon mal vielleicht 50, 60, 70, 80, 100 Mods in seinem Mod-Ordner hatte und das kann unter Umständen wenig sein, wer richtig auf Mods abfährt, der weiß, wie lange sowas dann auch lädt und wie sie sich dann gegenseitig behaken können. Das ist leider unschön, aber so ist es halt. Na, bleib doch mal hier. Es ist aber auch ein Gekurve hier. Wir müssen zwar die Zeit voll kriegen, aber vielleicht nicht so. Ja, diese Wand ist auch ein bisschen putzig, ne? Ihr könnt nämlich hier so ein bisschen durchbacken. Irgendwie. Aber dann liegt nämlich euer Zeug da im Haus drin und ihr kommt nicht mehr ran. Ja, ist mir schon das ein oder andere Mal passiert. Früher konnte man so auch so ein bisschen reinklitschen. Da gab es eine Stelle, da ging das und da war man im Haus drin. Ne? Die Karte hat zwar hier kein Update erhalten, aber scheint irgendwie gerade nicht zu gehen. Ja, und dann sieht man dann drin meine Paletten und Ballen liegen. Ja. Denn die Schafe habe ich nämlich die Nacht auch hier. Die Schafwolle habe ich auch hierher gebracht und da hat es, naja, mindestens zwei Paletten nicht erkannt. Und dann ist das so. So, wunderbarer Mähdrescher hier. Ja, also war echt ein guter Tipp nochmal. Nochmal danke dafür. Wie gesagt, alles kann man auch nicht immer wissen und sehen. Ich werde mir aber für den 22er das mal ein bisschen strukturierter angewöhnen. Ich hatte es mir für den LS19 schon anders gemacht als für den 17er. Aber vielleicht geht da noch ein bisschen was besser. Was machst du hier? Du warst doch fertig. Hä? Du sollst doch nicht wieder anfangen? Nein, das war der Falsche. Das war der Falsche. Warte mal, Freunde. Die 19 war das. Hammerhart. Ich habe doch die 19 eingegeben, oder? Aber da hätte man die 20 vielleicht doch erstmal löschen müssen. Das haben wir ja jetzt zum Glück gemacht. Ja, super. Ja, dann machen wir eben alles doppelt, ist ja kein Problem. Wir haben da Zeit. Ja, wenn hier die Geräte entladen werden müssen, das ist mir eigentlich relativ. Weil hast du einmal die durchentladen, sind die anderen schon wieder fertig. Das ist echt, ich sage jetzt nicht nervig, aber unschön. Ja, so ein Megaprojekt, ich glaube, das wird es so vielleicht auch nicht geben. Wenn, dann machen wir ein richtiges Megaprojekt, wo das dann nur noch Management ist, aber da muss ich dann auch mehr mit Curseplay oder so arbeiten. Und mit Autodrive. Aber das ist schon. So, mal gucken, wo er jetzt hinfährt. Jetzt haben wir es ja eingestellt und er hat auch hier das Symbol. Super Sache. Dann sollte er es erkennen.
Er wird hier nichts aufnehmen, denn die ersten Bahnen waren auf 5 Meter, glaube ich, die ersten drei. Er wird aber bei der zweiten Runde dann auf alle Fälle eine Spur haben und jetzt läuft es auch. Gut. Wo war man eigentlich stehen geblieben? Den hätten wir mal abtanken können. Der fährt. Der fährt auch. Bin hier nur am Abtanken. Ist echt der Hammer. So, das ist jetzt das Letzte. Dann gehen wir jetzt zu dem Mod über. Oder das Vorletzte vielleicht. Weiß es noch nicht. So, der lädt ziemlich schnell über. Warum bleibst du nicht stehen? Oh, sagenhaft. Gehe ich feste. Hatte ich das bei dir nie eingestellt? Ich bin bloß froh, dass der nicht mit 200 Liter die Sekunde überlädt, sondern unter anderem mit 1.500 bis 2.000, würde ich mal schätzen. So, gut, Hammer. Das macht auch sein Ding. Die müssen wir noch ernten. Die haben wir ja nochmal nachgepflanzt. Hier können wir nochmal abtanken. Ist schon putzig. Bevor ich irgendwie dran rumgefummelt habe, die erste Runde hatte er noch selbstständig abgetankt. Jetzt macht er das auch nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich mache das gleich hier. Dann habe ich meine Ruhe. Dann kannst du da in Ruhe abtanken. Und der ist voll. Das bringt mir gar nichts. Das ist der Mähdrescher. Der bringt mir jetzt auch nichts. Was wollte ich machen? Ach hier, ich wollte zum Händler. Genau. Okay. Also, wir haben den 303er hergefahren und diese Aufsätze hier sind für den 303 und ich habe ein Schiebeschild mit dazu genommen. Ja, wir schauen es uns einfach mal an. Hier etwas Wunderbares, etwas Langgesuchtes und etwas, was einer umgesetzt hat für seinen Mod und was auch funktioniert mit Sicherheit. In der Praxis habe ich es so nie gesehen, aber irgend sowas in der Art wird es bestimmt gegeben haben. Nur, dass es wahrscheinlich anders aussah. Ich habe da schon eine andere Version gesehen. Wie gesagt, an diesem Mod ist aber kein Rankommen. Dann hier den Attacher, also sozusagen das Gestell, was die Brücke zwischen dem Fahrzeug und den Anschlüssen liefert. Und ich habe das mal dazu genommen, um auch zu zeigen, dass sowas zum Beispiel auch für Winterdienst absolut machbar ist. Ne? 303 und dann habt ihr hier, wie gesagt, den Attacher erstmal dran machen, dass ihr mit 3-Punkt-Gurt hier oder 3-Punkt-System dann arbeiten könnt. Na, und dann habt ihr hier endlich mal was für Paletten. Für Paletten im LS19 für Ostalgieprojekte oder Nostalgie oder was auch immer. Ostprojekte oder einfach nur, wenn es Billigheimer sein soll, wenn ihr nicht genug Geld habt auf eurem Bauernhof, dann geht diese Technik natürlich auch, denn die ist nicht kaputt zu kriegen. So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir ranfahren. Wir fahren mal von hinten ran. Und das ist natürlich eine ganz einfache Palettengabel. Ja. Wenn ihr ungefähr richtig steht, wenn ihr denkt, dass das passt, so wie wir das gerade tun, dann nehmt ihr einfach die Maus. Drückt die linke Maustaste und, ich muss es mal hier rausnehmen, ihr drückt die linke Maustaste und mit der Maus dann nach oben und unten fahren auf dem Tisch. Und damit könnt ihr es nach oben und unten bewegen, die Gabel. So, jetzt weiß ich bloß nicht, ob das ein bisschen irgendwie zum Ankippen geht. Teleskoplader senken. Das sieht gut aus. Aber so richtig ankippen können wir es deswegen trotzdem nicht. So, ich mache das mal alles aus. Das ist das. Ah ja, warte mal. Jetzt habe ich hier noch was gefunden. Wenn ich nach links und nach rechts gehe, da tut sich nichts. Mit der rechten Maustaste links und rechts ist nur Kamera und dann kommt das Menü hier. Also ihr müsst, eigentlich müsst ihr gerade stehen. Dann ganz runter, nicht zu weit runter und dann sollte es passen. Jawohl! Und es passt. Und dann drückt ihr nochmal V und dann zieht ihr das wieder hoch. Kann man das sichern? Sieht nicht so aus. Okay. Aber auf alle Fälle könnt ihr es super transportieren, wenn ihr sowas schon immer mal gesucht habt. Für ein Ostalgieprojekt, für die Schweine, fürs Schweinefutter zum Beispiel. Ich habe es ja schon mal erzählt, solche Big Packs oder Paletten oder solche Packs hier, sowas gab es nicht. Das war 99% war lose Sache. Das wurde mit einem LKW abgeschüttet und dann war da gut.
Ja, und dann könnt ihr das einfach hoch, runter, links, rechts. Es wäre nur irgendwie cool, wenn man das noch ein bisschen kippen könnte, aber ich finde dafür keine Funktion gerade. Ich kann es mal mit beiden Maustasten... Ah, da haben wir es. Mit beiden Maustasten gedrückt, linke und rechte, und dann könnt ihr durch Links- und Rechtsbewegung der Maus, könnt ihr es... Ja, und da könnt ihr sogar das einfach so, da müsst ihr nicht mal V benutzen. Ne? Das ist natürlich genial, und da könnt ihr natürlich auch dann unten, wenn ihr es unten habt und es schief steht, könnt ihr natürlich dann... Ja, man müsste das hier vielleicht bei dem Gerät ein bisschen ausschalten hier. Aber mittlerweile gilt das ja immer global, und das ist ein bisschen was... Okay, ihr müsst doch V benutzen, dass ihr richtig aufliegt. Okay, also. Aber ihr seht, ihr könnt jetzt zum Beispiel hier... Na, ihr könnt also, wie gesagt, da vorne jetzt spielen. Einfach beide linke und rechte Maustaste gedrückt halten und dann die Maus links und rechts drehen. Hoch und runter könnt ihr das nochmal so ein bisschen. Und natürlich habt ihr trotzdem noch die V-Taste, die dann nochmal einen kleinen Schwaps nach unten macht. Und so kommt ihr super ran. Ja. Yeah. Ist ein bisschen schief aufgenommen. Fahren wir nochmal zurück. Ja. Kann das auch nochmal ein bisschen von näher zeigen. Wenn hier gerade das Gerät steht, ist das ein bisschen ungünstig. Oh, nimm das doch mal raus. Mein Gott. So, und dann habt ihr halt hier die Möglichkeit. So, jetzt machen wir nochmal mit V das Absetzen. Zurückfahren. Ja, ist ein bisschen vielleicht nicht ganz so einfach. Ja, wieder mit V dann auf den normalen Zustand bringen. Und dann geht das. Ja, wieder mit beiden Maustasten. Wenn es mal schnell gehen soll. Oder einfach nur mal ein schnelles Umstellen. So. Das nervt ein bisschen, tut mir leid. Aber ich will das nicht umstellen, weil das ist bei dem Cosplay ist das jetzt global. Es gilt nicht mehr fürs Fahrzeug, sondern es gilt für alle Fahrzeuge, und das finde ich nicht ganz so nett. So, und da haben wir es irgendwie verloren. Ist aber auch nicht so schlimm, wir wollten sowieso loswerden. So, da haben wir auf alle Fälle das mal gezeigt, und ich zeige es euch erstmal im Shop. Und zwar haben wir das nämlich bei, jetzt muss ich überlegen, wo ich das gekauft habe. Diverses war es nicht. Und zwar hier bei Anbauteile für Feldhäcksler war es, glaube ich. Wir schauen einfach mal. Ne, da war es auch nicht. Ich werde es schon finden. Diverses? Diverses war es, genau. Also bei Diverses. Hier bei Angehängtes und dann bei Diverses. Und da habt ihr das AC01 für 15.000 und das TVE 3200 für 15. Ihr habt da, ja... Mit Teleladern können verschiedene Dinge gestapelt oder verladen werden. Wunderbare Sache unter 3-Punkt-Anbau. Wie gesagt, bei dem habt ihr... Ne, habt ihr doch nicht. Aber ihr könnt auf alle Fälle hier die Farben wählen. Alle, die im Programm enthalten sind. Aber ich habe gedacht, da gibt es noch Ballenspieß. Ja, das ist zum Beispiel... Ballenspieß könnt ihr noch draus machen. Das ist auch eine geile Sache. Oder hier für Rundballen. Ne, für unseren PRP oder was wir hatten, 16. Für unsere russische Ballenpresse. Die war ja auch was Feines, und dann hättet ihr natürlich auch was, um die Ballen zu transportieren. Oder ihr nehmt einfach den Ballenspieß. Aber da gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Und ihr habt, ja, hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was ihr damit machen könnt. Und ich finde das ein super geilen Mod. Sowas hat hier einfach noch gefehlt. Und ja, seit einiger Zeit ist es da. Und ist echt eine schicke Sache. Wie gesagt, ich würde mal sagen, es kam vielleicht vor 2 oder 3 Monaten. Ich habe es mir erst vor 3 oder 4 Wochen durch ein Update geladen, und ihr habt natürlich den Attacher. Ihr könnt natürlich jetzt damit auch gerne im Winter hier Schnee schieben, ne? Oder ihr könnt im Silo ein bisschen arbeiten. Jetzt müsste man vielleicht nochmal schauen, ob man das... Halt! Müsste man nochmal schauen, ob man das hier ein bisschen... ja, da haben wir es. Wie gesagt, ich nehme das jetzt hier nicht raus. Aber ihr seht, ihr könnt das also mit der linken Maustaste dann noch ein bisschen separieren, dass ihr auch... Fläche habt, und jetzt könnt ihr es sogar schieben. Und wir machen mal einen kleinen Test hier. Wir heben es mal ein bisschen an. Nur ein bisschen. So ungefähr. Und da könnt ihr zum Beispiel im Silo
auch das machen. Ja. Bisschen mit Power. So. Und dann nochmal ein bisschen mit Schmackes hier drüber. Ja. Sollte man am Anfang vielleicht einen größeren Abstand wählen. Aber ihr seht, möglich ist es auf jeden Fall. Ne? Und da könnt ihr sogar im Silo oder irgendwas anderes begradigen hier, wenn ihr das wollt. Warum der das jetzt mitnimmt, weiß ich nicht, denn die Lücke sollte eigentlich groß genug sein. Aber dann ist das so. Und ich sag mal so, wenn ich das hier so sehe, wir haben jetzt... Der kann hier 10.000 Liter schieben mit dem Schild. Ja, ich glaube, das ist normal. Ich habe jetzt gedacht, das ist was Besonderes, aber nein. Das war ja, glaube ich, schon immer so mit diesen Schiebeschildern. Das ist auch nicht, liegt auch nicht an unserem Modell. Das ist einfach schon immer so gewesen. Aber ihr seht, dafür könnt ihr den Attacher auch vorne nehmen, ein Schiebeschild dran oder könnt ihr auch einen Schneepflug, hier eine Fräse oder was sein, ne? Oder alles Mögliche, was ihr da vorne dran machen könnt. Irgendwas für Holzarbeiten könntet ihr es auch verwenden, wenn ihr etwas Geeignetes habt. Warum denn nicht? Na, was ihr nicht habt, ist eine Übertragung. Oh ja, doch, eine Übertragungswelle haben wir auch hier vorne. Sehe ich gerade. Ja klar, müssen wir ja für das Angebaute. Müssen wir ja haben, stimmt ja. Und oder ihr könnt es hier einfach mal zu einem Häufchen zusammenschieben. So. Geht auch. Sehr schöne Sache. Na, ihr seht, das funktioniert auch und dafür ist es da. Wunderbare Sache. Sehr schick. Gibt's jetzt um? Nee. Okay. Aber ich möchte gerne nochmal den hier. Er ist jetzt schmutzig, aber ich will nochmal hier die Gabelstapler-Variante haben. Die finde ich wirklich klasse. Sowas hat einfach gefehlt. Das muss man so sagen. So, ein bisschen so machen. Jawohl. Und dann sollte es jetzt auch. Naja, nicht ganz. Das packen wir jetzt gerade ein bisschen in den Boden rein, weil wir nicht richtig sind. Das mit dieser rechten Maustaste ist ein klein wenig nervig. Und die Motorengeräusche sind viel zu laut hier. So, so. Wenn ihr das, wie gesagt, einmal ausgerichtet habt, dann ist das auch kein Problem. Also ihr braucht das V nicht unbedingt, ne? Ihr müsst es nicht unbedingt benutzen. Aber ich wollte das gerne nochmal testen, ob ich das auch so hinbekomme, ohne dass der hier... So. Jetzt müssen wir die ideale Höhe haben und jetzt müssen es auch ganz chillig hier reingehen und das tut es. Einmal nach oben und wir schauen mal, wie weit es geht. Das wäre vielleicht noch, da haben wir schon das Limit erreicht. Aber ich sag mal, das ist vollkommen okay. Ne? Das wäre zweite Regalebene vielleicht. Und klasse Mod. Klasse Mod. Kann man nicht anders sagen. Echt schick. So wie es sein soll. So. Und dann würde ich sagen, dann machen wir noch ein Erinnerungsfoto. So. Ja. Und das ist es. Alles klar, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Däumchen, ein Abo, einen Kommentar. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.